So, hier zeige ich euch mal ein Zimmer, was komplett verschimmelt ist, aber sehr schön gemacht mit so einer Galerie. Ich gehe jetzt mal ganz schnell hoch. Das ganze Bett da oben ist verschimmelt, ist der reinste Hammer. So, und so sieht es hier oben aus. Hier überall Schimmel, wo soweit das Auge reicht. Ein Fernseher gibt es auch. Naja, komische Anordnung, wenn das so steht. Aber okay. Ja. Hier kann man die feuchte Luft förmlich spüren. Aber ja, das ist der zweite Teil des Videos des riesigen Hotelkomplexes mit wenig Vandalismus. Vandalismus hält sich hier in Grenzen. Ja, heute ohne Team Urbex Discovery, der leider nicht dabei sein kann heute, da er krank ist. Eine Lungenentzündung. Grüße sind draußen. Elisabeth ist heute bei, die habt ihr jetzt schon gesehen. Da ist sie, wo ist sie denn? Hallo Elisabeth. Ganz da hinten, hallo. Ja, lasst mal ein Like, Abo, Kommentar da. Wir freuen uns auf alles, was Sinn macht. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil des riesigen Hotelkomplexes. Auf geht's! Gebäude hier könnten Verwaltungsgebäude sein oder sowas. Guck mal, die Tür ist offen. Ja, klar. Ja, vielleicht lassen sie es offen, bevor einer alles kaputt macht. Ah, hier stinkt es vielleicht. Ah, krass! Jetzt nicht so tief einatmen. Guck mal, dein alter Schrank steht hier. Alter, ist das ekelhaft, ey. Guck mal, das Telefon. Alter Schwede, ist das Ding alt hier, ey. Und komplett hinüber. Komplett verschimmelt und verranzt. Ja, unfassbar. Das ist typisch Flachdach. Ja, das ist oftmals ein Problem bei so alten Gebäuden. Flachdach, ja, da kommt's Wasser rein. Und irgendwann sieht es dann so aus. Aber irgendwie schön. Guck mal, hier so ganz alte Möbel, ganz alte Betten. Hat was, ist schon mit Liebe gemacht hier. Telefon allein, das gehört ins Museum, das Telefon. Ins Museum. Von unten kommen wir, nach oben wollen wir. Jetzt schauen wir uns mal die oberen Zimmer an. Das sieht schon mal schön aus. Ja,
Das sieht sehr schön aus. Wunderschön. Endlich mal nicht alles kaputt. Ich freue mich richtig. So, ja. Wie immer fangen wir ganz oben an und schrauben uns dann nach unten. Ist so eine Angewohnheit. Machen wir immer so. Fangen wir oben an, gehen nach unten, zeigen euch alles. Hier ist auch ein Aufzug. Funktioniert er noch? Das wäre jetzt ein Ding. Nein, natürlich nicht. Guck mal, die Zimmer hier. Hier macht sich. Ja. Das kann man auch mal sehen. Das ist die Holzbalken, genau. Sehr schön. Gefällt mir. Gut. Ja, super. Ich habe einen Geruch, der nach irgendwelches Fäkalien ist in der Nase. Da, oh! Es wird immer schlimmer. Raum 601, schaut mal hier, Raum 601 sieht aus, als, ja, bis sie durchsaugen, bis sie ordentlich richten und schon könnte jemand einziehen. Jedes Zimmer sieht irgendwie anders da aus. Und außer, dass es hier komisch riecht. Das ist irgendwie so gepaart zwischen, ja, abgestandener Luft und dem Holz. Und ich würde sagen, irgendwas aus der Toilette. Aber sieht noch gut aus. Wir haben zum Beispiel ein Zimmer, wo kaum Vandalismus ist. Also vielleicht hier der Schrank ein bisschen. Aber ansonsten hier nichts. Sehr schön. Also so sahen die Zimmer aus. Eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Schade, dass das zu ist. So, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt hier das zweite Gebäude. Okay, bleibt mir die Stimme weg. Schlechte Luft hier drin. Das zweite Gebäude ist es. Ach, hier sind wir rein. Genau. Zeigen wir euch mal hier. Hat hier die Betten, was auffällt, alle in der Ecke. Auch hier wieder Vandalismus, hält sich in Grenzen. Sehr, sehr schön. Wunderschön. Jawohl, ja. Das Rotweinzimmer. Ups. Wenn das barfuß passiert wäre, hätte es wehgetan. Ja, da kann man aufschließen, da. Ja. Guck mal, dieses richtig Zimmer, ja. Da ist nichts dran. Guck mal, sogar die Betten sind gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Nicht, dass einer will, na gut, hier ist ein bisschen was kaputt. Aber hier, guck mal, wie. Da kannst du dich reinlegen. Kannst dich reinlegen. Ja. Ich würde sagen, das war ein reines Bettenhaus. Hier gab es nur die Zimmer. Ja, hier gab es nur Zimmer. Was ich, sie sind heute im Zimmer. Wie viel Zimmer haben wir hier? Zimmer 500 irgendwas oder sowas? Nee, oder 600. Das ist im Haus nebenan. So vermute ich das. Genau. Und hier sind auch noch zwei Räume. Schauen wir mal, was hier zu finden ist. Auch hier Zimmer 259. Hier mal ein Fernseher wahrscheinlich. Auch hier sieht es eigentlich noch so weit gut aus. Scheint aber dieses Gebäude etwas älter zu sein, weil das Bad ist hier nicht ganz so modern wie drüben. Trotzdem hat es was mit diesen Fenstern, die hier sind, kommt angenehm Licht rein. Ja. Hier ist ein Zimmer mit einem Babybett. Größeres Familienzimmer. Mit Babybett. In diesem Zimmer ist komischerweise alles, das Bett ist weg. Warum auch immer. Das gleiche Nachbargebäude, gehen wir mal vom Fenster weg. Wird das mal gesehen werden. Gegenüber, was gibt es hier? Hier ist das Bett noch da. Da ist es weg, hier ist es noch da. Guck mal, auch hier ist ein bisschen anders da. Dunkel, oh, wie schön. Ja, ist nicht schlecht. Ach, ganz schön, die Schienbahnhauer hier. Die schönen Schienbahnanhauer. Aber ich glaube, das ist sogar noch ein kleiner Raum. Auch nochmal ein kleines Zimmer. Aber schön, ich finde es schön, das Bett in die Runde gemacht. Da hat man sich wirklich damals was dabei gedacht. Das Bett schön in die Runde gemacht. Man muss ja auch erstmal so hergestellt werden. Auch mit der Matratze. Guck mal, da muss extra eine Matratze gemacht werden, die da so passt. Ja, klar. Wo ein Stück abgeschnitten ist. Das ist auch nicht billig. Das muss ja alles ausgemessen werden und sowas. Ja. Aber auch hier ist wieder sehr schön. Das ist farblich stimmig hier. Und
Der Vandalismus hält auch hier sich in Grenzen. Nochmal ein Zimmer. Ziemlich ähnlich dem nebenan, auch mit diesem schwarzen. Und hier hat man schon ausgebaut. Hier, die ganzen Stecker. Ich glaube aber nicht, dass das Kabeldiebe waren. Dafür ist es zu sauber. Okay, achso, Schwimmbad und Pool ist das Gleiche. Okay, hier wird es ins Nebenhaus gehen. Das war das große Haus. Und das ist dann auch das letzte Haus. Das besteht insgesamt aus drei Gebäuden. Drüben das mit dem Biergarten, dem Restaurant. Das zweite, im zweiten Teil, wo wir jetzt sind, das Bettenzimmer. Und jetzt hier das Schwimmbad. Hier brauchen wir wieder Taschenlampen. Kleine Sekunde. Was ist das? Sieht aus wie ein Zahnarzt hier. Ja. Also so erotisch sieht für mich anders aus. Ich wollte da nicht da so rumliegen. Ist nicht so meins. Aber für das, dass das ein privat geführtes Hotel ist, ja, haben die sich hier, guck mal, richtig Mühe gegeben hier. Guck mal. Ja, eine, was ist das denn? Eine Sauna ist das ja nicht, oder? Kann das eine Sauna sein? Weil, obwohl, das kann schon sein. Nee, aber da ist keine Tür und nichts. Das ist eher so Wellness. Fußbäder. Ja, genau, die Fußbäder, richtig. Genau. So. Nachher zeigen wir auch noch mal ein paar Fotos. Wir machen jetzt erstmal hier ein Video. So, hier haben wir zum Beispiel Dampfbad hier auch komplett noch gut erhalten. Ja, ein Dampfbad. Sieht man das so? Ja. Hier drüben noch eins. Ach, ich mache mal die Tür zu. Die geht ja. So, hier hat man wieder randaliert. Schaderweise. So, ich muss die Taschenlampe ausmachen, damit man es von außen nicht sieht. Oder? Die Duschen, das scheint aber gar nicht so alt sein. Ende des Nacktbereichs, also bitte wieder anziehen. So. Das Schwimmbad. Klein, fein, super. Ach, hier hat man hier so eine Duschgrotte gemacht. Guck, man konnte hier einmal Tropenregen machen, Eisregen oder Erlebnisdusche. Das alles gab es hier. Ah ja, hier oben in den Duschen. Ja. Ein Whirlpool gab es auch. Dieser Bereich scheint noch gar nicht so alt zu sein. Weil... Wenn man das so sieht, ist noch nicht alt. Und ein Schade drum, dass das leer steht. So was Schönes habe ich selten gesehen. Sogar mit Sternenhimmel hier. Und einem Wintergarten. Oh, diesen können wir nicht betreten. Denn wie ihr sehen könnt, ich zeige es euch mal. Der Nachbarn. Der da in der Mülltonne rummacht. Hier. So, in dem großen Haus, das ist so ein bisschen gemacht wie so ein Dreieck.
wo das Schwimmbad jetzt hier drin ist, gehen wir mal nach ganz oben. Und dann gehen wir von oben nach unten. Wir sind oben angekommen. Dachboden lassen wir aus. Ja. Ist eh die Klappe drauf. Zimmer 242 und 243. Wieder ganz anderer Stil, aber auch schön. Oh, ja. Schön, schön groß, geräumig. Gefällt mir vom Schnitt. Gefällt mir. Das Zimmer ist schon wunderschön, aber das Bad, das ist mega. Schaut euch das mal an. Das muss schon eine gehobene Kategorie sein. Guckt euch das mal an hier. Das ist der Hammer. Hier mit, ja gut, Klo, sieben. Hier, Klo, Badewanne und Dusche. So eine Dusche habe ich noch nie gesehen. Und das Schöne ist, auch hier ist mal wieder nichts kaputt. Das ist irgendwie so ein Plastikding. Guck, das macht man dann so zu. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Schick, so heißt die Firma, ist auch schick. So, und dann hast du hier, genau, einfach und gut, und dann hast du hier deine eigene Dusche. Und sogar das Duschgel steht hier noch, der Hammer. Nächstes Zimmer ist 145. Zeigen wir hier nochmal kurz das Bad. Auch hier wieder etwas anders da. Sogar Duschgel ist noch drin. So, und hier haben wir auch nochmal ein Zimmer, wo sogar der Balkon noch eingerichtet ist. Ein CD-Spieler, Videos oder Videoplayer, das könnte sein, ist auch noch da. Ich finde das gar nicht so schlecht mit dem Bett hier so in der Ecke. Das hat schon was. Auch hier wieder, das Bad ist wieder individuell. Hier eine schöne Stehdusche, gepflegt, klein, aber fein, alles da. Sehr schön. Gegenüber die 234 oder 234 zeigt dieses Zimmer hier. Auch dieses ist noch schön gut erhalten mit einem wieder etwas anderen Bad. Oh, du bist hier drin. Mhm. Ja, auch hier wieder ein etwas anderes Bad. Auch hier wieder eine Stehdusche. Praktisch jedes Zimmer ist anders da. Jedes Zimmer hat einen anderen Schnitt. Ähnliche Einrichtung. Aber es ist trotzdem modern. Es ist schade, dass es leer steht. Nein. Hier ist alles schon weg. Hier ist das ganze Bad schon ausgeräumt hier. Das ganze Bad ist ausgeräumt. Ja. Hier hat man wohl angefangen zu renovieren, aber dann nicht weitergemacht. Komischerweise, da hat man alles rausgerissen, das ganze Bad und sowas. Aber das waren keine Vandalen oder sowas oder keine Kabel, die besiebt man. Und hier... Warum in diesem Zimmer und hier nicht? Ja. Fragen über Fragen. Wer kann sie mir beantworten? Wahrscheinlich keiner. Deswegen genießen wir weiterhin diesen Zustand. Ja. Hier ist raus. Ja. Hier haben sie einiges rausgeräumt. Diese wunderschöne Lampe hier. Die ist noch da. Und hier war mal das Bett. Das haben sie irgendwie ausgeräumt. Aber auch nur in manchen Zimmern, warum auch immer. Wir haben ein schönes Retro-Bad. In Kackbraun. Ja, muss man mögen, ne? Wobei, ich denke, dass man von oben angefangen hat zu renovieren. Aber hier eben nicht. So sieht das aus. So denke ich mir das mal. Aber das ist jetzt nicht so schön. Ja. Dann guck mal, alles neu. Hier ist noch gar nicht fertig. Guck, da hat man schon eine neue Duschwanne. Da fürs Klo schon die Aufhängung. Ja. Das ist aber schade. Da hat man investiert und dann noch nicht weitermachen können. Ja, hier hat man wohl angefangen zu renovieren, aber es dann nicht geschafft weiterzumachen. Sehr schade. Geld in den Sand gesetzt. Ja. Okay. Die Zimmer gleichen sich jetzt etwas. Deswegen machen wir jetzt gar nicht mehr so lange hier rum. Ja. Auch hier ist man noch nicht fertig. Hier hat man den Boden neu gemacht, neue Fliesen hier, neues Klo. Das sieht man richtig. Hier mit den Dingen. Ja,
Aber man hat es nicht weitermachen können. Das ist sehr, sehr schade. Finde ich schade. Da hatte ich einen Gedanken gemacht, das zu renovieren. Aber da müssen sie wohl pleite gegangen sein. Auch hier können wir nochmal zeigen, als letztes müsste der letzte Raum sein. Unter uns ist direkt das Schwimmbad. Ja. Gerade wollten wir sagen, das war's mit der Tour. Dann haben wir diesen Raum hier entdeckt. Das Kaminzimmer. Ja, Kaminzimmer haben wir hier. Sehr schön. Es war eigentlich echt mal ein schönes Hotel. Schade, dass es das heute so nicht mehr gibt. Ja, eine ehemalige Kegelbahn. Leider gibt es die nicht mehr. Aber guck, es war mal eine Kegelbahn. Man konnte es genau sehen. Bis da hinten hin. Hier steht lauter Galump und Gerümpel. Hier sieht man, das war für Kegeln, da konnte man seine Ergebnisse eintragen. Also wer jetzt kommt, der will keine Kegelbahn. Doch, es gab eine Kegelbahn und hier liegt sogar ein... Das Beweisstück. Das Beweisstück, dass das eine Kegelbahn war. Das hat mein Opa früher auch gehabt. Die haben sie aber mal beziehungsweise die irgendwann mal abgerissen, die Kegelbahn, und als Lager umfunktioniert. Die Uhr ist schön. Von Schatz. Hier, das alte, guck mal, ein altes Telefon hier drin. Das von drüben, das rote. Ja. Die haben angefangen zu renovieren. Hier riecht sogar noch nach Farbe. Wahrscheinlich wird irgendwas offen sein. Ja, das war die ehemalige Kegelbahn. Schade, dass man die Kegelbahn nicht erhalten hat. Aber es ist halt auch sehr, sehr kostenintensiv, so ein Ding. Oh, jetzt sind wir hier schon wieder. Ah, hier ist die erste Kegelbahn. Jetzt sind wir hier am Ende angelangt. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich zu bedanken fürs Zuschauen. Lass mal ein Like, Abo, Kommentar da. Wir freuen uns auf alles, was Sinn macht. Jetzt werden wir mit der Drohne wahrscheinlich nochmal drüber fliegen. Das wissen wir noch nicht. Gucken wir mal. Hier können wir euch nochmal die Kegelbahn zeigen. Die sie mit Stühle da zugestellt haben. Habe ich schon gesagt, Like, Abo, Kommentar da lassen? Habe ich das schon gesagt, Elisabeth? Nein. Nicht? Also dann jetzt wisst ihr das. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Hospitant. Ciao.